Hallo zusammen, Meier 3007 hier und ich begrüße euch ganz herzlich zu Türchen 1 meines diesjährigen Adventskalenders. Ja, es geht wieder los. Heute haben wir ja den 1.12. und daher gibt es von heute bis zum 24. Dezember wie in den letzten Jahren auch täglich ein neues Video von mir. Heute habe ich erstmal wieder einen kleinen Vlog vorbereitet, wo ich euch einfach mal erzählen möchte, worauf ihr euch in der nächsten Zeit so freuen könnt. Aber bevor es losgeht, ich habe ja den Adventskalender von der lieben Claudia, Claudias kleine Welt, schon mal im Vlog-Video gezeigt. Hier ist das erste Päckchen aus diesem super tollen Kalender. Da seht ihr es? 1. Ja, dann schauen wir doch mal, was drin ist. Ah, lecker! Ein Snickers-Stick. Oh ja, der wird jetzt dann gleich ganz genüsslich gefuttert. Da freue ich mich. Wie gesagt, Adventskalender. Worauf könnt ihr euch freuen? Auf jeden Fall gibt es ein Meier 3007 on Tour, da es hier übermorgen schon zum weiß-blauen Booktiber-Treffen nach Regensburg geht. Dann kommt auf jeden Fall auch noch ein Haul-Video. Ein Bücherregal-Tour wird es geben. Einige Rezensionen werden kommen und noch ein paar schöne Überraschungen. Ich möchte jetzt noch nicht alles verraten. Der krönende Abschluss wird auf jeden Fall wieder das Unpacking meines Wichtelpaketes am 24., da ich ja auch dieses Jahr beim Booktuber Weihnachtswichteln mitmache. Ich habe mir jetzt auch wieder ein paar schöne Weihnachtsbücher für die nächste Zeit zurechtgelegt, die ich euch jetzt einfach mal zeigen möchte. Zum einen Rita May Brown und Snakey Pie Brown, Morgen Katze wird's was geben. Ein Fall für Miss Murphy. Ja, das aktuellste Buch der Miss Murphy Reihe passt natürlich jetzt perfekt in die Weihnachtszeit und drum wird's bald gelesen. Dann Johanna Alba und Jan Korin, Hosianna, der dritte Fall aus der Papst-Krimi-Reihe. Das wird wahrscheinlich das erste Weihnachtsbuch werden, was ich lese. Freue ich mich schon total drauf, wieder mit Papst Petrus zu ermitteln. Dann Agatha Christie, Hercule Poirot's Weihnachten. Habe ich ja bei der lieben Luisa von Das Bücherregal gewonnen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. So einen richtig schönen Krimi-Klassiker nehme ich ja auch ab und zu gerne mal zur Hand. Und last but not least, James Bone, ein Geschenk von Bob. Ein Winstermärchen mit dem Streuner. Damit habe ich jetzt auch die Bob der Streuner-Reihe komplett. Ist ja auch noch eine Aufgabe aus der Steffi's Reading Challenge. Die letzte noch offenstehende übrigens. Lies eine komplette Reihe. Mit dem Buch dann erledigt. So viel dazu. Jetzt möchte ich noch kurz was sagen. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum denn für den Dezember keine Krimi-Neuerscheinungen kommen. Ganz einfach. Ich habe für den Dezember keine neuen Krimis gefunden. Ich schaue da ja immer auf Amazon, aber war leider nichts zu finden für den Dezember. Für den Januar, denke ich, gibt es wieder welche, dann geht es auf jeden Fall damit weiter. Bei uns ist es ja hier in Deggendorf jetzt schon richtig kalt in den letzten Tagen. Schnee gibt es ja noch keinen, aber schön knackige Minustemperaturen hatten wir jetzt schon. Bei uns in der Arbeit ist ja heute auch die Weihnachtsdeko angebracht worden, in unserem Büro. Haben meine Kollegen sehr schön gemacht. Ich muss jetzt noch bis zum 16. Dezember arbeiten und dann geht's für mich bis Heilig Drei Könige in den Weihnachtsurlaub. Da freue ich mich auch total drauf, auf diese schöne lange Urlaubszeit. Es gibt jetzt übrigens auch noch eine jede Menge andere Adventskalender hier auf YouTube. NRW bei 18 ist natürlich jedes Jahr am Start. Und es gibt auch einen ganz großen Booktuber Adventskalender, habe ich gesehen, wo sich hinter jedem Adventskalender-Türchen oft sogar mehr Booktuber verstecken. Heute am 1. Dezember gibt es gleich 3 Videos, da werde ich mich auf jeden Fall mal ganz genüsslich durchgucken. Die Adventskalender werde ich unten in der Infobox dann noch verlinken.
Und ich habe natürlich auch wieder meine selbstgemachte Weihnachtskrippe am Start, aber mit einer größeren Veränderung, die ihr jetzt dann gleich seht. Denn an der Krippe geht's weiter. Also bis gleich. So, wir sind an der Weihnachtskrippe angekommen und ihr seht, es gibt einen neuen Stall. Ja, ich wollte nicht genau das gleiche wie letztes Jahr bringen und darum hier ein niegelnagelneuer Stall. Die Vorderfront hat ja mein Vater vor einiger Zeit mal gesägt, aber die Dachplatten, sämtliche Malerarbeiten und auch die Seitenwände sind komplett von mir. Und heute, ihr könnt sehen, zu Türchen 1 ist der Ochse eingezogen. Ja, die ganze Krippe steht übrigens auch an einem anderen Platz wie im letzten Jahr. Was morgen in der Krippe einzieht, da lasst euch dann einfach überraschen. Wir sehen uns morgen zu Türchen 2 dann wieder. Meier 3, Signal 7.